Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier von Barfußlaufen TV, der Talk. Bei Barfußlaufen TV Talk, da rede ich über allgemeine Themen und um so ein allgemeines Thema soll es heute geben, nämlich Schuhweiten. Keine Raketenwissenschaft, aber es ist wichtig, das ein oder andere vielleicht doch zu beachten. Ich habe hier mal ein paar Beispiele mitgebracht. Wir haben ja bei Soulrunner, und da sind wir ja die einzige Firma, die drei verschiedene Weiten hat. Eigentlich sind es sogar ein bisschen mehr als drei, aber wir wollen jetzt nicht pingelig sein. Das heißt, ich habe hier eine normal geschnittene Weite. Ich habe eine weit geschnittene Weite. Das ist der Namaker. Und ich habe, nehmen wir gleich den, einen extra weit geschnittenen Schuh. Das ist der FX Trainer. Ich muss also bei einem schmaler geschnittenen Schuh, der ist nur normal weit geschnitten, muss ich unter Umständen den Schuh etwas größer nehmen, als wenn ich diesen Schuh hier trage. Ja, warum habt ihr dann so einen Schuh gemacht, der so schmal ist? Ja, ganz einfach. Erstens, es gibt auch Frauen mit schlanken Füßen. Und zum Zweiten gibt es auch Situationen, wo man nicht immer mit so einem Waldbrandaustreter durch die Gegend laufen möchte. Oder es die Etikette auch einfach anders verlangt. Deswegen gibt es bei uns auch Schuhe, die ja für einen echten Barfußschuh-Fan vielleicht ein bisschen zu schmal sind. Aber wie gesagt, ich finde es auch immer nicht gut, wenn ich lese auch irgendwelche Bewertungen auf irgendwelchen Plattformen, ja, der Schuh ist viel zu schmal. Nein, der Schuh ist nicht zu schmal, der Fuß ist zu breit. Und wenn ich sagen würde, für mich ist dieser Schuh zu schmal, dann ist das eine richtige Aussage. Aber dass der Schuh zu schmal ist, kann man so ja nicht stehen lassen, weil der Nächste macht eine Bewertung über diesen Schuh und sagt, der Schuh ist viel zu breit, weil da schwimme ich drin. Nein, der Schuh ist nicht zu breit, sondern die Füße sind zu schmal. Also ich finde, da muss man etwas umdenken. Jetzt kommt die Schuhweite, auch nicht ganz uninteressant. Weil die Schuhweite ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Es gibt bei uns übrigens auf der Webseite unter Wissenswertes, es ist ganz oben auf der Webseite, auf der linken Seite steht Wissenswertes, da gibt es einen Link zu den Schuhweiten, also lest euch das gerne auch nochmal durch, wenn ihr diese Information benötigt. Hier haben wir dreimal den gleichen Schuh, beziehungsweise der ist etwas höher, ist aber der gleiche Leisten. Nehmen wir doch den noch mit dazu, das ist viermal. Viermal das gleiche. Mir passen diese Schuhe alle unterschiedlich. Der hier passt mir hervorragend, weil der ist zwar auch normal weit geschnitten, hat aber kein Futter und ein butterweiches Oberleder. Dieser Schuh hier passt mir auch hervorragend. Das ist ein veganer Schuh aus einem ganz tollen Stoff. Der Stoff gibt ein bisschen nach, auch ungefüttert. Lüge ich nicht? Ja, ungefüttert. Und gibt schön ein bisschen nach, dieser Schuh. Hervorragend. Passt mir sehr gut. Dieser Schuh ist genau der gleiche Leisten. Auch ungefüttert, aber ein dickeres Rindleder. Gibt nicht so sehr nach. Den muss ich mir erstmal eintragen. Das muss ich erstmal hier vorne so ein bisschen weiden. Für meine Füße. Den gleichen Schuh gibt es übrigens auch noch ledergefüttert in schwarz. Das heißt, wenn er ledergefüttert ist, gibt er noch weniger nach. Und ganz ehrlich, wenn ich einen ganzen Tag auf den Beinen bin mit dem Schuh in schwarz und wirklich gehen muss und kräftige, abends dicke Füße habe, dann ist mir dieser Schuh, bin ich froh, wenn ich ihn abends aus habe. Das passiert mir mit diesen Schuhen nicht. Und last but not least haben wir hier einen Schuh, unseren Chenor, den gibt es jetzt nur noch für Damen, den gab es aber früher auch für Herren. Und der war mir zu weich. Das heißt, das Obermaterial ist so weich und so flexibel, so butterweich, dass ich das Obermaterial mit meinen Füßen über die Sohlenkante herausgetreten habe und bin quasi damit dann nachher fast auf den Boden gekommen, schon erst recht, wenn es irgendwo Kopfsteinpflaster oder Schotter war. Also vier Schuhe, viermal der gleiche Leisten, unterschiedliche Materialien und natürlich passen unterschiedliche Materialien auch unterschiedlich. Ein anderer triftiger Grund noch für die Schuhweite
Ah, ich habe doch einen Prototypen am Fuß. So, dieser Schuh kommt Ende 2020 in den Verkauf. Ein warm gefütterter Schuh. Draußen ist nicht mehr so kalt, aber irgendeiner muss den ja probieren, also mache ich es. Den Schuh wird es in Braun geben, den Schuh wird es in Schwarz geben, so wie hier mit weißen Senkeln. Vielleicht legen wir noch einen schwarzen dazu, weiß ich nicht. Also auf alle Fälle ein schönes warmes Futter, ein ganz toller Schuh. Also ich habe den, ja, den gibt es in einem braunen Farbton und eben hier auch in diesem Schwarzfarbton. So, dieser Schuh ist aber jetzt, deswegen habe ich es gezeigt, gefüttert. Das heißt, das ist ein extra weiter Leisten. Wer jetzt zum Beispiel gewohnt ist, den FX Trainer zu tragen als extra weiten Leisten und dann den Harty, wird er heißen, auch mit exakt den gleichen Leisten gemacht. Aber dadurch, dass ich hier ein Innenfutter habe, was ein paar Millimeter dick ist, das tritt sich irgendwann zusammen, aber es ist erstmal ja nun da, der mag das Gefühl haben, dass dieser Schuh etwas enger ist als dieser Schuh, obwohl es exakt der gleiche Leisten ist. Und es wird beide Schuhe bei uns in der Suche geben. Wir haben auf der linken Seite hier einen Filter. Und wenn ich danach extra weit filtere, dann werde ich den FX Trainer finden, den T1 Surrounder finden, den Transition Vario finden und ich werde dann auch die Harty-Modelle finden. Und der hier, aufgrund des warmen Futters, ist sicherlich in der Anfangsphase innen etwas, sagen wir mal, weniger voluminös als jetzt bei den anderen Schuhen. Also das sind alles die Dinge, die es zu beachten gibt. Und wir werden immer wieder gefragt, welche Schuhweite, wie weit ist denn der Schuh? Wir haben diese Information unter der Schuhweite, unter dem Punkt Schuhweite versteckt. Da geben wir die als Basisweite Schuhgröße 36 an und dann kann man 4 mm addieren pro Weite, pro Größe. Aber wir geben die Weite absichtlich nicht, die genaue Weite in Millimeter absichtlich nicht an dem Artikel an, weil es eben viele Faktoren, viele Parameter gibt, die die Weite eines Schuhes bestimmen. Und ein letztes vielleicht noch, weil wir über Weite sprechen. Wir sprechen über Weite und mein Fuß ist dreidimensional. Viele sagen, mein Fuß ist 10 cm breit. Nein, er ist nicht 10 cm breit, er ist vielleicht 10 cm von der Seite bis zu der Seite. Aber der Umfang des Fußes, der ist ein ganz anderer. Und nun mag es Menschen geben mit einem, sagen wir mal, normalweiten Fuß, die einen hohen Spann haben, also viel Volumen hier brauchen, die müssen unter Umständen extra weiten Schuh nehmen, weil sie hier das Volumen hier vorne brauchen. Und dann mag es Menschen geben, die sagen, ich habe einen recht breiten Fuß, aber der ist so flach, ich schlupfe aus dem extra weiten Schuh raus. Ja, da muss man sehen, dass man einen Kompromiss macht und vielleicht eher einen weiten Schuh nimmt oder einen Schuh nimmt zum Schnüren, den ich vorne über dem Spann schnüren kann. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten noch, die man nehmen kann. Das bitte ich euch zu beachten. Es ist nicht so einfach zu sagen, ich habe breite Füße, ich brauche einen breiten Schuh. Oder umgekehrt, ich habe schmale Füße, ich kann mit einem breiten Schuh nichts anfangen. Und deswegen, wenn es nur danach gehen würde, würde mir persönlich als Suchergebnis, wenn ich nur nach extra weiten oder nach weiten Schuhen suche, würde mir dieser tolle Schuh hier gar nicht gezeigt werden. Und das heißt, ich wäre nie in den Genuss gekommen, zu meiner Jeans auch mal barfuß so einen Schuh zu tragen. Also insofern, es ist nicht alles so einfach, wie man denkt. Das ist etwas komplexer. Auch bei den Schuhweiten und bei den Schuhlängen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ich das Video ein bisschen was gebracht habe, dann schreibt es mir doch unten in die Kommentare. Gebt mir ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und es wäre schön, wenn ihr den Kanal abonniert. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.